Ja, herzlich willkommen zu Oriental Night an einem wunderschönen Samstagnachmittag. Heute sind wir nicht im Studio und es ist nicht dunkel und ich sage nicht schönen guten Abend. Denn wir sind heute auf dem Weg auf den Spielbudenplatz. Da findet nämlich heute das tolle Konzert von Kollektiv Istanbul und DJ Ipek Ipekcoğlu statt. DJ Ipek war ja vor 2 Wochen bei uns im Studio und da haben wir uns ja über dieses Festival am heutigen Abend unterhalten. Und jetzt bin ich neugierig. Mal gucken, wie sich der Abend wirklich entwickelt. Wir fahren jetzt nämlich auf die Reeperbahn, auf den Kiez, auf den Spielbudenplatz, holen aber vorher noch DJ Ipek ab und ich unterhalte mich noch mal ein bisschen mit ihr. Ja? Guck mal, ob sie noch ein bisschen nervös ist. Und ich freue mich vor allem auf den Abend. Ich hoffe, ihr auch. Los geht's. Und so entfernen wir uns ja, von unserem Hause. Ja, Hamburg 1 liegt hinter uns und vor uns das Hotel, wo wir dann gleich Ipek abholen werden. Und man muss sagen, eine sehr offene, sehr nette, sehr sympathische Künstlerin. Aber ich kann mir vorstellen, auch sie ist bestimmt nervös. Ja, im Auto ist es sehr komfortabel, das muss man hinzufügen. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich hoffe, Ipek auch gleich. Und ich freue mich auf das Interview. Also, los geht's. Biraz yorgunluk ama iyi. Ama yönde tüm. Die Fahrt im Auto geht los und ich habe nun Ipek an unserer Seite. Und Ipek, du bist ja viel unterwegs, ja? Aber ist man immer noch nervös, wenn man sich auf so ein Event vorbereitet, wenn man jetzt auf dem Weg dahin ist? Total. Ich bin total nervös, total aufgeregt. Ich bin echt froh, dass das Wetter wenigstens gut ist. Ich hatte sogar überlegt, ob ich nicht dafür beten sollte, so Regentanz machen, damit niemand kommt, für den Fall des Falls, dass es total schlecht läuft. Ich bin sehr aufgeregt, ja, sehr. Ich freue mich auch sehr. Ist das eigentlich jetzt deine erste Performance eigentlich gemeinsam mit Kollektiv Istanbul? Nein, eigentlich nicht. Wir waren vorher in Neuseeland in Frankreich, in Lille 3000 auf dem Festival. Ich hatte sie auch einmal zum Ballhaus Dialog Festival eingeladen letztes Jahr. Also wir haben schon öfter sind wir auf gemeinsamen Festivals auf der gleichen Bühne aufgetreten, aber wir haben noch nie zusammen etwas gemacht. Und das ist noch aufregender. Wird das heute sehr spontan bei euch, also bei euch, das heißt Kollektiv Istanbul und dir, oder gibt es auch wirklich so Stücke, wo ihr schon miteinander gesprochen habt, was du quasi mit einbringst? Also in erster Linie werde ich mich mit 2 Tracks dort beteiligen. Die sind natürlich nicht so spontan. Also ich habe mir dann 2 Tracks von denen ausgesucht und dann dachte ich, ach, ich bastle mal jetzt was darunter. Und einiges davon wird sehr spontan sein, aber es wird auch vorbereitet sein. Also so Spontanität innerhalb dem Vorbereiteten. Und ein Track ist recht spontan. Also wir gucken dann, was dann passiert an Beats. Wenn man sich auf so ein Event vorbereitet, ja, als DJ, wie stelle ich mir die letzten Stunden vor? Geht man in sich? Meditiert man eine Stunde? Isst man? Was trinkt man? Wie bereitet man so einen Tag dann vor? Ich bin dann eher asozial. Zum Beispiel, wenn ich dann auf einer Reise bin, zum Beispiel im Hotelzimmer bin, dann gucke ich immer, dass ich vorher etwas schlafe, 1 bis 2 Stunden oder at least 15 Minuten Nap halte, damit ich mich ein bisschen fitter fühle, duschen sowieso. Meine 5 Tibeter, wenn ich noch Zeit dafür habe, also Yoga, das hilft, das pusht mich wieder nach oben. Ansonsten, ja, Bismillah. Los geht's. Und dann, los geht's. Heute, man muss ja sagen, sind wir, es ist der 16., ja, wir präsentieren die Sendung nächste Woche Samstag. 16. Juli, ja. Du bist aber, glaube ich, im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals noch einmal live zu erleben. Du bist ja noch an einem Tag dabei, ne? Ja, ich bin in 2 Wochen vom 27. bis zum 30. nochmal in Lübeck und gebe dort im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals so einen DJ-Meisterkurs. Ein DJ-Meisterkurs, wie kann ich mir das dann vorstellen? Meisterklasse, das heißt, es kommen welche Personen, ganz normale Lübeckerinnen, Hamburger, Hamburgerinnen oder von anderen Bundesländern eventuell auch, haben sich dann sozusagen Meisterschülerinnen angemeldet, um an diesem DJ-Workshop teilzunehmen und etwas zu lernen von dem, was ich da
mache eigentlich. Wie funktioniert DJing? Wie ist die Technik? Was sind die Mixtechniken? Wie baue ich eine Anlage auf? Wie baue ich eine Anlage ab? Wie bereite ich mich überhaupt vor? Was muss ich beim DJing, worauf wie achten? Werden die Menschen mich mögen oder nicht? Wie bereite ich ein Setlist vor? Geschmack aufbauen, eine bestimmte Dramaturgie, aber auch Skills. Wir werden sehen, ob 2 Tage dafür ausreichen werden. Eigentlich zu wenig, oder? Das ist einfach zu wenig eigentlich. Aber wenn es gut läuft, warum nicht? Vielleicht nächstes Jahr eine längere. Hast du schon... Und da werde ich auch in diesem Rahmen eigentlich auch mit den Meisterschülerinnen, nachdem sie ihren Meisterkurs absolviert haben, an dem Abend direkt auch auflegen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt es auch eine Performance? Ja, da werden wir dann auch gleich sehen, ob das dann funktioniert hat, dann allerdings in Lübeck. Ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Also für die vom SMF können Sie die näheren Anschriften und Informationen sich einholen. Und vor allem, es ist nicht weit weg. Ja? Für alle Hamburgerinnen und Hamburger, die mal Lust haben, hallo, Lübeck, 60 Kilometer. Es gibt ja noch welche, die sich gerne anmelden möchten. Also auf die Webseite SMF nochmal hingehen und dann sich für den DJ-Meisterkurs anmelden. Du bist auch viel unterwegs. Du bist kostenlos. Ist kostenlos, der Kurs. Ja. Definitiv, einmal mal Schnupperstudium quasi. Du bist auch viel unterwegs. Kann man eigentlich auch so Daten, Fakten von dir erfahren? Wo bist du regelmäßig? Weil du kommst ja immer wieder nach Hamburg, wo ich ja sage, dich muss man ja mal live erlebt haben. Wenn man, vielleicht hat man die Zeit ja nicht. Aber auf deiner Website kann man auch regelmäßig alles mitbekommen? Also auf meiner Webseite djipek.com kann man natürlich viele Termine, zumindest die meisten Termine davon entnehmen. Ansonsten, ich lege auch in Berlin auf, zum Beispiel Gayhan SU36 regelmäßig im Ballhaus. Ich bin ja auch deren Musikkuratorin auch für ihre Festivals und zugleich organisiere ich selber 1 oder 2 Partys, eigentlich gar nicht so viel. Viel bin ich zum Beispiel in Amsterdam, oft bin ich auch in Stockholm, ich werde auch bald in Israel auflegen und da wäre ich gerne dabei. Amerika. Auch Amerika-Anfrage habe ich heute reinbekommen. Also so, je nachdem, ich bin käuflich. Mich kann Mann, Frau buchen überall auf der Welt. Daher komme ich sehr viel rum und das ist sehr schön, weil ich liebe diesen Job. Ich verreise, ich werde für meinen Musikgeschmack bezahlt und ich lerne viele, viele tolle, super tolle Menschen kennen. Und ich lerne total viel von diesen Menschen. Und ich denke, das ist ja eines der Hauptbeweggründe, warum man auch gerne unterwegs ist, weil man auch wirklich vor Ort auch viel lernt. Ich brauche das mittlerweile. Also ich brauche das einfach, diese Interaktion von Menschen unterschiedlich. Zum Beispiel, vor 2 Wochen habe ich auf dem Peace Cup in Augsburg aufgelegt. Da haben dann 4 verschiedene Teams, einer aus Augsburg, einer aus Kambodscha, einer aus dem Balkan und einer aus dem Palästina zum Beispiel. Da haben die, und Nigeria. Und diese Gruppen, 5 Gruppen, Teams haben gegeneinander gespielt. Jeder hatte so einen sozialen Zweck. Und ja, wie käme ich dazu, überhaupt kambodschanische Jugendliche kennenzulernen, die sozusagen in ihrer Freizeit für etwas Gutes Fußball spielen, um Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass zum Beispiel diese Landminen, dass man mehr darauf achtet, Landminen oder keine Ahnung, Balkan, weil dort serbische, kroatische und bosnische Jugendliche spielen zusammen gemeinsam Fußball für den Frieden. Und das ist ein einfach schönes Zeichen. So käme ich sonst überhaupt nicht dazu. Und ich liebe daher meinen Job einfach dafür, dass es mich überall hinbringt. Eine DJ, die davon überzeugt ist, eine DJ sein zu können, dürfen und vor allem es als Pflicht sieht schon fast, ja, also inhaliert. Deshalb sage ich, Allah liebt mich. Allah hat mir ein wunderschönes Leben gegeben. So, und wir werden heute DJ Ipek natürlich auch live vor Ort hören, spüren, fühlen und wir kommen ja auch nämlich gleich. Ist ja nächste Woche. Dann rückwirkend können wir sagen, wir hoffen, sie hatte einen schönen Abend. Ja, inshallah. Also wir sind gleich da und dann hören wir uns auch mal die Vorbereitung an. Ja, Oriental Night besteht ja heute aus 2 Phasen. Wir zeigen euch mal, wie man überhaupt so ein Festival vorbereitet. Und natürlich am Ende gibt es auch noch das wunderbare Endprodukt. Also Kollektiv Istanbul, das Interview kommt auch noch. Und Herrn Dietmar Elsasser, den werde ich auch noch hoffentlich ans Mikro bekommen. Und natürlich Zuschauerinnen und Zuschauer, die live vor Ort auf dem Spielbudenplatz sind. Ich bin gespannt. Und Ipek auch. Natürlich auch Kollektiv Istanbul wirst du ebenso interviewen. Ich freue mich. Das darf nicht fehlen. Auf die freue ich mich ganz besonders. Das ist echt eine ganz, ganz tolle, sehr herzliche Band. Çok sıcak ve tatlılar. Yerim senin kız.